Hallo ihr Lieben, Ladies and Gentlemen, In-Betweens and Outsider, herzlich willkommen zur Thekenschlampe! Herzlich willkommen, Percival! Geile Sau! Hallo, hallo! Hier kommt der Einspieler, damit ihr wisst, wer heute hier bei mir sitzt. Percival kann's Maul nicht halten. Und das ist auch gut so, denn er ist Sänger. Der großen Öffentlichkeit wurde er bekannt als hochgehandelter Favorit der ersten Staffel von The Voice of Germany. Auch da nahm er kein Blatt vor den Mund und was man von ihm sah, war alles echt. Davor spielte er am Broadway und unterstützte Stars wie Michael Jackson, Robbie Williams, Chaka Khan, Robert Palmer, Cher und viele mehr mit seiner unglaublichen Stimme. Der Black American Indian stammt aus Texas, wo er an der Dallas Arts Magnet High School mit Erykah Badu und Norah Jones seinen Abschluss machte. Heute pendelt er zwischen Köln, Berlin, Amsterdam und Rom. Es ist nicht viel ruhiger um ihn geworden. Und er ruhig? Im Leben nicht. Percy, mein Schatz, wir kennen uns schon lange. Ich habe nämlich, bevor das alles mit Voice of Germany war, habe ich gesehen und dachte, das Gesicht kenne ich. Woher kennen wir uns eigentlich? Das ist schon mal Sex. Na! Damals hatte ich keinen Sex. Ich habe immer noch keinen Sex. Ja, ich auch nicht. Also, ist E-Mail an thekenschlampe.tv, bitte. Können wir über Casting schon reden? Ja, ne? Hast du noch irgendeinen Knebelvertrag? Nein, ich habe das Ding nicht unterschrieben. Und das ist ein Mittelgrund, warum ihr raus seid, oder? Genau. Ja. Ah, here we go. Würdest du nochmal eine Castingshow geben? Nein. Nein, auf keinen Fall. Nehm $500, geh nach New York mit deiner Gitarre und singe auf die Straße. Ich mach ein oder zwei Live-Shows, danach war ich bereit zu gehen. Wie viel ist denn da geskriptet? Kannst du da noch deine Persönlichkeit entfalten? Die haben immer wieder gefragt, kannst du das machen? Und ich habe die ganze Zeit Nein gesagt. Nach einer Weile habe ich gesagt, don't ask again. Für mich, Ray war eine dritte Paar Augen. Okay, wie war das? Soll ich das weniger machen oder besser machen? Und das war für mich, was Coach bedeutet. Ja. Aber Nena habe ich mir sehr gut angehört. Ja? Ja. Die hat immer geile Kommentare, auch privat. Warum haben Amerikaner meistens hier mehr Erfolg? Die sind hungriger, die kennen diese Momente sehr, 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 sehr gut, wo man kein Essen und kein Geld hat. Beispiel Bette Midler hat in Bathhouses gesungen. Das wäre ein neuer Job. Sängerin in der schwulen Sauna. Ah! Du hast gesagt, Homos sollten alle Selbstverteidigung lernen. Oh ja, yeah. Learn to fight. Pick up a fist and go for it. Also als Selbstverteidigung sagst du, ja. nicht als Angriff. So, was sind deine Pläne? Diese Platte endlich ausbringen. Die kommt nämlich bald. Ja. Heißt Never Shut Up. Never Shut Up. Tust du dann auch damit? Oh ja. Wir sind hier im Dayton vom Cookies. Wie gefällt es dir? Ja, ich finde das cool. Ich finde das sehr, sehr cool. Hier machen wir die Record Release. Record Release, ja. Ich weiß jetzt auch was. Ich habe vorigen Leben war ein goldener Pfau. Wir kommen jetzt zum Trinkspiel. Nein. You have to. Wir geben Statements und wenn es ja ist, dann, Baby, we drink a shot. Ungeschminkt verlasse ich das Haus nicht. Ich habe schon mal ein Hotelzimmer verwüstet. No? No. Oh, die Presse schreibt Lügen über Percival. Genau. Scheiße, aber ich habe nämlich schon mal. Etap Hotel Dresden, Entschuldigung, ihr habt's verdient. Deine Eltern waren nicht glücklich, als du dich entschieden hast, deine Persönlichkeit zu werden. Manchmal tut mir mein Körper leid für das, was ich ihm zumute. Es dauert nicht lang, deine Make-up platt zu ziehen. Lucky bitch, manchmal wünschte ich, ich hätte so einen Stempel. So, boom. Ich habe schon mal nüchtern gearbeitet. Dann. Ich arbeite aber nur nüchtern. Na dann. Nur. So it's a yes. Get drunk, baby. Fuck, I got you. Was ist das eigentlich? Versteinerter Hundepenis. Ich habe eine Schmuck-Collection. Und das eine eigene? Ist, ja. Echt? Ja. Und das auf meiner Fanseite dann auf Merchandise. Das ist Elfenbein, aber für das ist mein ganzer Körper. Ich nenne dir Adjektive und du sagst einfach kurz und knapp, what comes in your mind? Oh shit, okay, viel Glück. Ja. Karriere geil. Bühne. Liebevoll. Meine Mutter. Stylish. Sind so Unico Köln, die meine ganze Klamotten macht. Schüchtern.
Keine Ahnung. Standhaft? Standhaft. Barbra Streisand. Hast du ihr Konzert gesehen? Nee, und ich kann leider nicht. Ich habe mein eigenes und sie hat ihr Millionen und ich muss die noch verdienen. Ja. Willst du Millionär werden? Oder willst du einfach nur von leben können? Nein, ich lebe davon, aber ich will eine Menge verdienen, weil ich will eine Menge tun. Eine meiner Träume ist Wassertower. Zu bauen für Leute in zum Beispiel Südafrika, besonders in den Slums. Na, wenn wir du dafür ein Benefit-Konzert machst und noch jemanden brauchst, ich bin sofort dabei. Ja, das ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Wir spielen jetzt eine Szene nach und wir sind natürlich, I'm so sorry, in der Castingshow. Wir beide sind aber in der Jury, Darling. Okay. Darling, we are in the Jury. Die Kandidatin singt aber schrecklich. Ist aber eine Freundin von dir und du hättest sie gerne durchgeboxt. Ich bin realistisch und sag, sie ist schlecht. Überzeug mich davon, dass wir sie weiterlassen. Komm bitte. War die komm bitte. Schlecht? Nein, 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 die ist der Hammer, die ist der Hammer. Aber sie hat Potenzial und das ist das Ding. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich habe irgendwas gehört und das hat mir gefallen. Die kann im Jahr nochmal kommen, aber doch nicht jetzt. Die hat einen Wiedererkennungswert. Und das ist richtig, da gebe ich dir recht. Aber dafür sind wir heute nicht hier. Also das Einzige, was ich mir jetzt erklären kann, die ist nur bekannt. Ja, ich kenne die, aber du kennst mich. Freunde werden nicht bevorzugt. Vertrauen, bitte, bitte, bitte. Ich werde die selber aufbauen. Okay, gut. Oh Gott, ich merke schon den Wodka. Tell me. So, meine Lieben, wir kommen zum Bilderrätsel und das ist die Chance für euch, denn es ist ein Gewinnspiel. Mein besonderer, lieber Gast, Freund und Highlight heute hat eine Szene, ein Bild mitgebracht. Ihr müsst erraten, wer es ist und könnt etwas gewinnen. 2 Karten auf meinen Kommandatur Oktober, November. Und treffen und vielleicht höchstwahrscheinlich trinken. Meet and greet with Percy, wir gehen zusammen. Du kommst sowieso. Ja, musst du. Ja, musst du. Ich muss heute nicht helfen. Ich bin ein bisschen angetrunken. Ich bedanke mich ganz doll bei euch. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns bei YouTube, teilt uns, spread the word. Und ich knutsche jetzt meinen Gast. Hört sie mal. Oh, ja. Ich mache auch gerne mal Background-Sängerin. Und so. Nein. Wir können jetzt auf Blatt. Nein. Okay, ich darf wieder nicht. Schade.